Rocco Mongo. Servus, mein Name ist Michael. Bei Pokémon Go heiße ich Blackbird Live, genauso wie mein YouTube-Kanal. Und heute spielen wir das erste Mal Pokémon Go. Man kommt an Plätze wie zum Beispiel hier, klickt man dann hier drauf. Und dann kann man sehen, wenn man die Münze dreht, das muss erst laden, kann man dann hier natürlich an diesem Hotspot hier in Gilching, am Neugilchinger Bahnhof, der gegenüber des Pennys liegt, kann man hier, wenn es mal lädt, Pokémon Go spielen. Items kann man kaufen an beliebten öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel Bahnhöfen oder anderen Sehenswürdigkeiten. Dort kann man Items kaufen für Pokémon Go. Und die Professor William werdet ihr auch noch kennen. Im Moment lädt es nicht. Aber man muss die Münze drehen. Selbst wenn kein Logo da ist. Sehr, sehr interessant. Ich habe mir auch schon die Bewertungen angeschaut und sowas. Und dann sind ungefähr 10, 20 Leute mindestens von euch dahergekommen und habt gesagt, hey, spielst du auch Pokémon Go und hast du dich damit schon auseinandergesetzt und so. Und ich hab's mir mal wirklich, ich hab's mir jetzt geholt. Um die erste Frage mal zu beantworten. Achso, ich habe eigentlich immer sehr gute Internetverbindungen, aber bei diesem Spiel scheint es wirklich permanent zu haken. Also da braucht es noch einige Updates. Aber ich habe euch selbst auf offener Flur getroffen, Richtung Wessling, in Wessling, in Germering, in Pöcking und so. Und jeder von euch war total davon begeistert. Es ist... Pokémon Go ist eigentlich damals gekommen, eigentlich eher mehr aus China. Da gibt es Maskottchen für Nahrungsmittel und Produkte, Aufprodukte und sowas. Und das haben sich dann Japaner sozusagen gedacht, hey, ich will solche Maskottchen sammeln. Und dann hat man in Japan ein Spielekonzept damals entwickelt bei Nintendo, mit Nintendo, das über 300 Seiten beinhaltet, Material, wo dann aus diesem Manuskript das erste Pokémon-Spiel für den Nintendo Game Boy damals noch Color herausgekommen ist. Und da ich jetzt immer noch Zeit habe und es nicht lädt, wurde das immer weiterentwickelt und weiterentwickelt, bis es halt jetzt zu diesen Smartphone-Spielereien gekommen ist, wo zurzeit selbst in der Presse ein mega Hype ist und es will nicht laden. Ja, was machen wir denn da? Gehen wir dann zum nächsten Hotspot. Ich mach mal einen Cut. Und diese Internetkonnektivität mit Pokémon Go ist einfach nur schrecklich, kann ich euch sagen. Weil es dauert so lange, das zu laden. Und die Musik ist natürlich klasse. Ja, also für Pokémon-Liebhaber von Nah- und Fernwärmen die Musik lieben, aber diese Internet-Konnektivität ist schrecklich. Und wie man sieht, ich habe ein Kabel zum Aufladen
Da, und das ist mein Akku. Ja. Und ich hoffe, es wird noch heute funktionieren, weil heute ist gutes Wetter und ich wollte es heute machen, weil in 2 Tagen wird es richtig heiß, heute Abend soll es nochmal regnen und ja. Herzlich willkommen zurück. Jetzt kann ich euch endlich zeigen, wie das Ding funktioniert. Hier vor den Zeugen Jehovas in Gilching. Und zwar muss man hier drehen. In der Theorie. Versuche es später noch einmal. Was? Königreich soll Zeugen Jehovas und wir stehen direkt davor. Es will nicht. Es will einfach nicht. Versuche es später noch einmal, heißt es immer. Das Einzige, was schön ist, ist natürlich die Musik. Wir sehen jetzt einen Kampf. Hier ist ein Taubzieh. Wir sagen dieses Taubzieh. Und wir haben es gefangen. Direkt hier an der Flurrennstraße. Haben wir das gefangen. Eigentlich direkt hier an der Hauptstraße. Hier hinten geht's hinter zu den Zeugen Jehovas. Und dann hat es sich mal wieder erhängt. Dieses Spielkonzept ist echt merkwürdig. Juhu! Ich habe einen Pokéball gefangen. Gut, das Spiel hat sich aufgehängt. Oder? Das passiert auch nicht mehr. Nee. Kleiner Cut.